Grüß Gott und hallo, mein Name ist Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder-Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie wie immer zu einem interessanten Thema. Heute schauen Sie sich zunächst einmal einfach dieses Bild an. Sie erkennen ein Kleinkindgesicht und lauter schwarze Punkte, vier Stück. Das waren einmal vier schöne Schneidezähne. Und offensichtlich hat dieses Kind irgendeinen Fehler gemacht. Oder genauer gesagt, die Eltern haben einen Fehler gemacht. Es geht um das ideale Getränk, was Kleinkinder bekommen sollten, um genau das nicht zu bekommen. Die Antwort ist einfach: das ideale Getränk, um eine solche Kariesveränderung an den Zähnen zu verhindern, ist Wasser. Und zwar das reine Wasser. Ob das das Leitungswasser ist oder das Mineralwasser oder sonst ein Wasser, einfach nur Wasser. Warum? Wasser enthält kein Zucker. Und Zucker ist der Grund dafür, dass diese Zähne entstanden sind. Vor allem der Zucker in den sogenannten gesunden Fruchtsäften, der Fruchtzucker und natürlich auch der Zucker, um zum Beispiel Tees, die unangenehm schmecken, anzusüßen. Der Zucker zerstört den Zahnschmelz, vor allem wenn er über längere Zeit am Zahn einwirkt. Und wenn Kinder in der Nuckelflasche etwas Süßes trinken, dann umspült dieses Zuckerwasser beim Nuckeln über mehrere Minuten den Zahnschmelz. Und das, was Sie gerade gesehen haben, ist immer die Folge davon. Das heißt, wenn ich ein solches Kind sehe, dann frage ich, beziehungsweise sage ich, ich muss da nicht mehr fragen, dieses Kind hat Apfelsaft bekommen und es wird immer bejaht. Also meine Bitte, mein Tipp, wenn Sie Ihrem Kind etwas zu trinken anbieten, zwischendurch, vor allem wenn es noch unbedingt die Nuckelflasche braucht, dann füllen Sie dieses ausschließlich mit Wasser. Ich habe überhaupt nichts gegen einen Apfelsaft oder eine Apfelsaftschorle oder überhaupt eine Fruchtsaftschorle. Das ist gesund und das ist auch gut. Aber wenn ein Kind das bekommt, dann bitte nur im Becher oder im Glas. Das heißt, das Kind setzt an, trinkt, schluckt und gut ist. Der Zucker, der Fruchtzucker ist weg und den Zähnen kann nichts passieren. Und noch ein Tipp, wenn der Apfelsaft kurz vor dem Zähneputzen getrunken wird, ist es auch ungünstig, weil auch eine kurze Kontaktzeit des Apfelsaftes mit dem Zahnschmelz ihn empfindlich machen. Wenn Sie also von Anfang an Ihrem Säugling und Kleinkind Wasser als Getränk geben, dann gewöhnt es sich an Wasser. Und Wasser ist das wichtigste Lebensmittel, um unnötige Kalorien zu verhindern und damit das Übergewicht. Grüß Gott und hallo! Mein Name ist Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie und wie immer geht es heute wieder um ein interessantes Thema. Interessant vor allem für mich, weil es mich häufig aus der Nachtruhe stört, das heißt, ich werde deshalb angerufen. Es geht um Ohrenschmerzen. Jeder, der selbst mal Ohrenschmerzen hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist.